Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei Steel Rising. Wir sind beim letzten Mal, ja, hier auf dem Weg zur Bastille gewesen. Das sind wir eigentlich auch immer noch. Jetzt hatte ich hier aber so einen kleinen, naja, Abstecher gefunden, hätte ich bald gesagt. Wir machen hier einen kleinen Abstecher, so einen kleinen Geheimgang gefunden. Hier ist aber irgendwer. Oh ja, ein Koch. Wird fast Rangierer sagen. Ja, seht ihr, das fand ich nicht so lustig, wenn wir falsch betitelt hätten. Haben wir hier noch fast betäubt und bam. Oh, super Auftakt hier. Direkt weggehauen. No hit. Wundervoll. Und das, obwohl ich hier gerade die Session erst gestartet habe. So. Und wie ich ja in den letzten Folgen schon oftmals betont habe, ich habe lange nicht mehr gespielt. Also die letzten, was waren das? 2,5 Folgen habe ich zwar aufgenommen am Stück, aber das war jetzt ja auch nicht gerade viel. Was ist das hier? Können wir das auch kaputt machen? Nee. Da dran auch nicht. Okay. Von daher bin ich immer noch nicht so richtig im Game drinne. Aber, ach guck mal, können wir da hoch? Das ist ja krass. Was haben wir hier für einen fette Abkürzung uns jetzt hier irgendwie geöffnet? Eigentlich gar keine, ne? Weil wir wären von da oben auch hier einfach runtergekommen. Wofür ist das dann gut? Ich meine, wir können jetzt uns da hinten noch hochhangeln, wenn wir in der Luft sind. Also wir können uns hier ein bisschen Gegner da unten ersparen, wenn wir möchten. Hier gehen wir wieder zurück. Weil hier hinten sind wir ja in der letzten Folge hochgezogen worden. Oder haben wir uns hochgezogen. Mit unserem Haken. Und da hinten hätten wir wieder runterklettern können. Also, ich weiß noch nicht ganz, was wir davon haben. Da können wir nicht rauf. Huch, jetzt wäre ich was runtergefallen. Ja, hier geht es nirgendwo weiter. Also, es könnte höchstens sein, dass wir hier vielleicht öfter mal landen müssen. Vielleicht kommt hier bald was Schwieriges. So, dass wir uns da so ein bisschen die Gegner ersparen können. Aber das ist jetzt halt so ein Trompetentypi, ne? Jetzt zwar nicht mega leicht, aber jetzt auch nicht so mega kompliziert bislang gewesen. Ah, ich dachte, er haut nochmal zu. Da hauen wir eben nochmal zu. Zack. Und gekillt und wieder volles Leben. Sehr schön. Wundervoll. Warte, wir gucken nochmal kurz, ob hier oben noch irgendwas lag. Ja, da sehe ich wieder den Kletterhaken. Wir können mal im Kompass gucken. Die Gräfin finden. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, deshalb bin ich auch hier hingegangen, ne? Also die. Ach so, nee, wartet mal. Da haben wir ja schon mal hingeguckt. Das war ja hier bei diesem Fluss, ne? Ja, genau. Da kommen wir irgendwie noch nicht so wirklich ran. Ich glaube auch von hier oben nicht. Oder? Wartet mal. Geht's hier irgendwie weiter? Sieht nicht so aus. Interessant. Also irgendwie müssen wir noch an diese Gräfin kommen. Wir wissen nur leider noch nicht genau wie. Ja, aber dieses Gitter da hinten kommen wir auch nicht rüber. Ich habe kurz überlegt, weil wir da diesen, na, Balkon ist ein bisschen hochgegriffen. Da was sehen, aber da kommen wir auch nicht ran. Schauen wir mal. Da sind wir vorhin hergekommen. In der letzten Folge. Und von hier aus kommen wir auch nicht weiter nach rechts. Nee. Ist auch kein Durchgang irgendwie. Über ein höheres Stockwerk oder dergleichen. Okay. Na gut. Gucken wir es mal weiter. Wir werden da schon irgendwie, denke ich, mal hinkommen. Zack. Ja, gucken wir mal. Vielleicht geht's. Da kommen wir nicht zwischendurch, okay. Vielleicht geht's ja hier irgendwie dann mal nach rechts weiter. Mes compagnons. My dear friends. I don't deserve to outlive them. Na, sprechen wir mit ihm. What are you blaming yourself for, monsieur? No. Get back. Assassin! I'm not your enemy. My only aim is to defeat the royal army. Why should I believe you? It's true that you can speak. Maybe you're truly not one of them. What is this chaos?
What disaster has befallen the Place Royale? That's where we, loyal patriots, had gathered. A band of brave souls armed with what paltry weapons we could find. A few old sabers, some rusty muskets. That's all we needed to stop the enemy's advance. Alas, the tyrant riposted from the heights of the Bastille. His cannons tore us to shreds. I could only flee while my comrades fell as heroes for our nation. What's the point of surviving if you must bend the knee to a bloodthirsty despot? Hm. Okay. Monsieur. Leave me now. I'll soon join my comrades. Ich denke mal, mir kommt jetzt nicht. Leave me, I say. I already have one foot in the grave. Jetzt kommt nicht mehr. Okay. Ich muss ja sagen, das habe ich glaube ich auch schon öfter angesprochen, wenn ich mich nicht irre. Ich finde die Designentscheidung immer noch komisch, dass man diese Dialoge immer und immer wieder starten muss, bis es halt zu Ende ist. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so jetzt ein Dialog gewesen wäre von wegen, nimmst du die Quest an oder ja, also, nimmst du die Quest an, ja oder nein oder sowas, sondern müssen immer wieder den Dialog starten und halt auch immer mit diesen kleinen Überblenden und so. Das finde ich irgendwie unschön gelöst. Ich weiß nicht, einfach, man hätte ja auch den Dialog jetzt einfach komplett durchlaufen lassen können, während wenn man ihn einmal anspricht. Man kann währenddessen ja sowieso nicht angegriffen werden und dergleichen. Also verstehe ich nicht so ganz, warum man da jetzt ein paar Mal drücken muss, bis alles dann durch ist. Finde ich irgendwie so, reißt dann unnötig raus aus diesem Gespräch. Aber wie schon gesagt, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon ein paar Mal angesprochen habe. Weil mir das jedes Mal eben von neuem einfällt, wenn wir mal so einen Typen finden und ansprechen, dass das irgendwie total unnötig ist, dann immer wieder drücken zu müssen, damit er weiter quatscht oder sie. So ein bisschen merkwürdig irgendwie. Weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, was sie sich dabei gedacht haben, die Entwickler. Aber na gut. So, schauen wir mal. Ich meine, ich lehne mich ja auch nicht gar so weit aus dem Fenster, denke ich mal, wenn ich sage, der nächste Bossfight steht bald an. Das da ist aber kein so, ist wieder so ein Mini-Boss, denke ich mal. Wieder so ein instabiler Whatever-Typi wird das sein. Was haben wir hier noch? Fiole mit Ausdauerflüssigkeit. Ja, krass ist auf jeden Fall, die Vestale, mit dem wir hier scheitern, ist ganz schön weit weg. So, lasst mich mal durchblättern. Wir haben Lehmgranaten, Frost- und Brandgranaten. Das sollte eigentlich alles passen dann. Gucken wir mal. The Bastille's cannons destroyed the square. What a ghastly massacre. It seems that the artillerymen used Monsieur Leclos' devastating cannonballs. Krass, ja. Ging's echt ganz schön ab. Compagnons. Die Schicksalsstunde ist gekommen. Die Armee des Tyrannen hat unsere Reihen vernichtet. An ihrer Überlegenheit besteht kein Zweifel mehr. Und sobald der letzte Soldat fällt, werden die Maschinen des Todes sich unschuldigen, ohne Waffen zu wenden. Doch wir haben noch eine Chance. Versammeln wir unsere Truppen auf dem Place Royale und marschieren wir zur Bastille. Stürmen wir die Festung. Bieten wir Kindern, Frauen und Alten eine unbezwingbare Zuflucht. Ziehen wir die Zugbrücke hinter uns hoch und bemächtigen wir uns der Artillerie. So können wir die mechanische Horde besiegen. Machons, machons, la liberté ou la mort. Marschieren wir, Freiheit oder Tod. Naja. Ganz schön tapfer von den Typen, das muss man ja mal lassen. Ist auch, sieht hier echt übel aus. Auch das ist wieder so Details, finde ich, haben sie echt gut umgesetzt, so dass es hier wirklich aussieht wie, naja, wie ein Schlachtfeld. Ist nicht besonders gut für die Leute ausgegangen ist, aber auch hier ein paar Automaten haben sie immer noch mitnehmen können. Okay, gucken wir mal, da hinten ist schon so ein Speertypi. Noch irgendwer, eine Spinne. Den können wir... Eieieiei, jetzt habe ich aber komplett die falsche Taste gedrückt. Ich habe es ja vorhin angekündigt, dass ich einfach immer noch nicht so richtig im Spiel bin. Au, 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 alter Schwede. Wir brauchen jetzt mal so ein Ding. Eieiei, ich hänge hier fest. Alter, der hat aber auch eine Reichweite, der Penner. Unfassbar. Nein. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, fuck. Scheiße, ich hier festhänge. Ich komme halt gar nicht dazu, wegen seiner hohen Reichweite, ihn wirklich gut mit unserer Pistole zu treffen. Boah. Okay, okay, ich muss jetzt hier wieder einen Dash-Sprung machen. Hat uns jetzt irgendwie die Bank behindert, obwohl wir eigentlich drüber hätten springen müssen.
war es jetzt gleich mit uns. Okay, sehr gut. Das Ding nutzen. Welcher Tanz hier? Bums. Au. Fuck. Oh, Spinne wieder da. Trifft er sie eigentlich auch? Ich glaube nicht. Ach du Scheiße. Okay, es hilft alles nichts. Wir müssen so ein Ding nehmen. Wir hängen wieder komplett fest. Ah, wir waren noch in der Luft. Scheiße. Boah, das hat gerade so gesessen, zum Glück. Jetzt holen wir uns den Penner hier. Schnauze voll. Ah, ich glaube, ohne Witz, ich denke, es wäre besser gewesen, wenn ich einfach direkt im Nahkampf geblieben wäre. Ohne die Frostmuskete. Ich merke immer mehr, desto weiter wir im Spiel voranschreiten, desto schwächer wird das Ding einfach. Ja, falsche Taste. Haben wir die eigentlich schon auf Stufe 5? Ja, haben wir. Wenn ich zu überlege, wie es zu Beginn war, wie schnell wir der Gegner eben eingefroren haben, ganz besonders die Standardgegner. Man merkt jetzt schon wirklich zunehmend, dass das nicht mehr ansatzweise so schnell geht. Und wir ziemlich lange dafür brauchen. Das ist eben nicht so geil. Hinter uns war noch einer, ne? Ja. Okay, das ist schlecht. Wir müssen uns jetzt... Alter Schwede. Reichweite von den Speeren ist wirklich krass. Sieht immer gar nicht so weit aus. Oh, meine Güte, jetzt hat mir aber die Kamera hier gerade ganz schön das Leben schwer gemacht. Muss ich echt vorsichtig sein. Oh, jetzt sind es auch nur zwei Speertypen. Ich will erstmal uns mit unserem einen Trank hier fertig hochheilen, wo ich hier weitermache. Ah, jetzt hänge ich hier fest. Eieieiei. Lass uns hier echt keine Ruhe. Jetzt schießt der Penner wieder. Den möchte ich gerne zuerst schnappen. Oh, genau davor gesprungen. Das war so klar. Vielleicht brennen wir, wenn uns der nochmal trifft. Ausdauer ist auch gerade. Nicht gerade. Hoch. Boah, was macht er denn jetzt? Okay, okay. Lustig jetzt. Bisher geht's eigentlich. Meine Bomben möchte ich für die Typen ehrlich gesagt noch nicht einsetzen. Ich glaube, die kriegt man nämlich auch so. Jawohl. Sehr schön, dass wir noch eins. Jetzt block mal einfach mal ein bisschen wieder. Jetzt werden wir auch schon nicht immer ziemlich mächtig. Jawohl, das wollte ich. Hängen. So, geht doch. Keine Ahnung, vielleicht hätte vor allem gegen den Typen mit dem Feuerspeer unsere Muskete dann doch wieder ein bisschen was ausrichten können. Aber das war mir jetzt echt zu heikel, da auch noch mitten im Kampf dann die Waffen zu wechseln. Weil es dauert schon eine Zeit lang, bis du die Waffen wechselst. Also es ist jetzt nicht wie bei einem Nioh, wo man schön in einer fließenden Bewegung mitten im Kampf eben die Waffe wechseln kann. Also man muss schon wirklich ein bisschen gucken, dass man die passenden Zeitpunkt abpasst. Das ist gar nicht so einfach. Gerade da eben mit der Kutsche und so war echt schon ein bisschen schwierig, den auch auszuweichen. Hat nicht so viel Platz. Okay. Oh Mann, das sind schon mal mindestens zwei. Steht nämlich auch wieder so ein Speermann. Gucken wir mal, ob wir den erstmal hier anlocken können. Ja, genau. Der sieht auch irgendwie anders aus diesmal, oder? Ach, Scheiße, wir haben uns direkt die Ausdauer weggehauen. Okay. Fuck, 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 fuck. Jetzt auch vorsichtig hier. Wow. Oh Mist. Hätte ich den schweren Angriff machen sollen. Okay, also der Shield. Schildschlag ist heftig. Den sollten wir lieber nicht abbekommen. Aber jetzt haben wir ihn fast schon betäubt. Komm. Jawohl. Peng. Jawohl, geht doch. Hat uns zwar einen Trank gekostet, aber im Großen und Ganzen war das schon in Ordnung. Ich muss hier erstmal gucken, ob hier noch irgendwo sich Gegner verstecken. Kein Bock gegen den Typen. Der hat ein fettes Gewehr auf dem Rücken, wie ich gerade sehe. Die Musik dreht schon auf. Irgendwer schießt hier auch auf uns. Hört ihr es? Ding. Weiß, finde ich, vom Boot, der scheint noch keine Möglichkeit zu haben, uns zu treffen. Wer versucht es zumindest. Da war es doch gerade. Wo bist du, kleiner Penner? Ganz da hinten, alter Schwede. Da ist doch mit Sicherheit hier noch irgendwo einer, der jetzt gleich angeschissen kommt. Super, jetzt häng ich komplett fest. Fand ich aber sehr gemein. So, erledigt. Chemiekapsel. K.
Okay, das Gute ist ja, die Typen hier, diese Instabilen, die verbergen ja eigentlich immer eine Vestale. Und da geht's runter. Sollten wir uns auf jeden Fall merken, falls wir da nicht sowieso gleich hin müssen. Ach, scheiße. Oh, noch so einer. Nein. Ich habe eben noch, als der aufgetaucht ist, mir gedacht, nicht das Schild blocken. Aber es ist manchmal echt nicht so leicht. Alter, da macht er einen Doppelstich. Nicht schlecht. Jetzt aber schon vorsichtig. Wenn es den nämlich nochmal trifft, ist es vorbei. Und er macht sogar einen Dreifachstich. Habt ihr das gesehen? Das ist ein kleiner Limmel. Der Schildschlag. Und ich blocke ihn wieder. Kriegen sogar noch Schaden dabei. Au, 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 au. Fuck, muss ich dich jetzt? Ich hätte mich echt jetzt um den instabilen Typ kümmern sollen. Dann hätte ich wenigstens eine Vestalin gehabt. Rücksetzpunkt und alles. Nicht so vorsichtig mit unseren Tränken sein müssen. Jetzt haben wir ihn aber fast betäubt. Natürlich verpasst wir uns vorhin noch einen Penner. Hier. Was ist das? Junge, Junge, Junge. Können wir hier durch? Nee, ne? Nein, ist ein Tor dahinter. Okay. Okay, okay, okay. Gut, der Schütze ist ausgeschaltet. Bomben haben wir. Ich überlege gerade noch, ob ich vielleicht noch eine weitere Bombe damit reinnehme. Was haben wir denn noch? Blitzgranaten, normale. Auch jede Menge normale Brandgranaten eigentlich noch. Ja, sollte ich vielleicht auch mal loswerden. Da kommt was, brauchen wir im Kampf nicht unbedingt. Die hauen wir jetzt einfach mal alle raus, die Dinger gleich. Listenramme. Okay, du bist neu. Oh, sehr gut. Guck mal, der brennt schnell. Das ist... Und er macht hier ganz schön fette Moves. Alter. Macht er, macht er, macht er. Okay, okay, okay. Au, 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 fuck. Oh, fuck. Alter Schwede, ich dachte, Leute, das war's jetzt. Das soll noch nichts heißen, das kann es immer noch gleich gewesen sein. Ich nehme mal einen richtigen Trank hier. Mächtige Reichweite, der Penner. Ja, fast betäubt. Zu gierig werden hier. Ha. Alter Mist, ich wollte blocken. Nehmen den nächsten Trank. Jetzt haben wir ihn noch gleich betäubt. Ja, ich wollte gerade sagen, wie viel hält der denn aus, der Penner? Kriegst du nochmal Brandgranaten hier? Zack. Brenne, du Sau. So, wir nehmen mal hier den... Die Heilung über Zeit. Ich sehe die Vestalin hier auch gar nicht. Normalerweise ist doch hier immer eine. Ich lasse ihn jetzt natürlich schön ausbrennen. Warum soll ich das nicht ausnutzen? Tap, tap, da. Ja, ich weiß, ist jetzt nicht gerade spannend, was ich mache, aber... Warum unnötiges Risiko eingehen? Der Typ hat es echt ganz schön in sich. Und wie wir ja wissen, wenn wir so instabile Typen haben, werden wir demnächst auch gegen die normalen Gegenstücke davon kämpfen müssen. Als normale Gegner quasi. Also, den werden wir auch öfter sehen. Okay, er schwingt sehr weit. So, erledigt. Was gibt's hier? Todesmut-Modul Nummer 3. Okay, ich dachte gerade, das hätten wir vielleicht sogar schon ausgerüstet. Ach so, erhöht den Schaden, wenn und Wucht, wenn man noch kaum Leben hat. Ja, das ist jetzt nicht so meins. Überhaupt nicht. Erhöht beträchtlich Leben. Ist halt krass, diese Habgier-Module immer noch Stufe 1. Da haben wir noch nie nicht mal Stufe 2 gefunden. Betäubungsmodul genauso. Die hätte ich ja so gern mal in höherer Stufe. Weil die uns halt richtig helfen würden. Aber gut. Ich muss auch gerade feststellen, wo ich mir eben die Module angeguckt habe. Das Stufe 3 Modul, was wir haben, das uns bei kritischen Treffern eben Leben wiedergibt. Das hat jetzt aber sich nicht zu stark geändert, wie ich gedacht hätte. Also man müsste es vielleicht eigentlich mal direkt miteinander vergleichen. Aber so mega... Mega krasse Auswirkungen hatte das jetzt nicht, dass wir da jetzt ein besseres drin haben. So, wartet mal. Hier können wir ja mal den Kompass ausrüsten. Die Brandgranaten haben wir jetzt wunderbar verbraucht. War wirklich perfekt. War nicht mal ironisch gemeint. Weil wir jetzt wirklich bei dem Typen nicht mal die verbesserten hätten gebraucht. Hätte vielleicht schon eine gereicht, um ihn anzuzünden. Oder vielleicht auch gerade so ein bisschen. Dass da noch ein bisschen gefehlt hätte, aber ich fand jetzt wirklich, die waren hier perfekt für den Typen. Okay, damit haben wir jetzt nur den Shortcut hier geöffnet.
Wir müssen da hinten weiter. Aber das mit der Gräfin irritiert mich wirklich, weil das zeigt echt komplett in die andere Richtung. Aber da gab es ja keine Möglichkeit hinzugelangen. Und wir werden schon irgendwie noch, denke ich mal, wie wir dorthin kommen. Ja, okay, hier sind wir hergekommen, alles klar. Hier kommen wir nicht durch. Moment, wir haben den Typen jetzt hier umgenietet. Ach so, ja, richtig, stimmt. Ja, meine Fresse, ich habe es eben noch gesagt. Na, das ist ja was. Kaum kommt mal so ein Kampf. Schon hat man es wieder vergessen. Genau, wir müssen sowieso hier durch. Gut, dass wir durch müssen, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt echt komplett verpeilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich ja hier noch was gesehen hatte. Und hier wieder gucken, hier in den Kanalisationen sind ja gerne immer diese Gartenautomaten, diese Schlangen, die auch mal gerne irgendwo an der Decke hängen oder so. Piole mit reinem Öl, jetzt ist schon gleich zwei Stück. Wunderbar. So, was haben wir hier? Ja, da ist doch schon so eine. Oh, das finde ich immer gut, wenn sie das machen und wir schön ausweichen konnten. Mit dem so viel im Rücken ballern. Und tschüss. Und noch ein bisschen Leben wiederbekommen. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, ich kann es natürlich auch verstehen, dass diese Module, bei denen man Leben wiederkriegt für kritische Attacken und so, jetzt nicht so mega stark sein dürfen, einfach weil es sonst zu einfach wird. Wenn man sich hier permanent bei den Gegnern so schnell sein Leben wiederholen kann, dass man gar keine Tränke mehr braucht. Dann werden solche Spiele natürlich dann doch ein bisschen zu einfach. Ist bisher eigentlich auch in allen von diesen Spielen, dass wenn es mal so einen Lebensraub gibt, in irgendeiner Art und Weise, dass der meistens schon sehr, sehr schwach ist. Im Gegensatz zu anderen Rollenspielen, da gibt es ja zum Teil wirklich Builds für Lebensraub, wo man sagt, da kann man schon fast gar nicht mehr sterben bei. Aber diese Spiele hier sollen ja auch ein bisschen herausfordernd sein. Keine Sorge übrigens, ich habe eben durchaus gesehen, dass wir dort hoch können. Ich wollte jetzt hier nur mal kurz abchecken, ob es vielleicht irgendwo anders noch hoch geht. Nach dem Motto, hier ist vielleicht irgendwo noch ein Geheimgang. Scheint aber nicht so zu sein. Okay. Dann laufen wir mal wieder zurück. Ah, und da vorne. Jetzt wird uns ja hier auch durch den Markierer noch angezeigt. Hoch damit. Ich wollte es gerade sagen, als wir uns hochgezwungen haben, dass so langsam echt mal eine Vestalin kommen könnte. Wir sind echt verdammt weit weg. Und da haben wir auch schon eine. Sehr, sehr schön. Dann hat es vorne auch gar keine Rolle gespielt, in welcher Reihenfolge wir die Gegner erledigt haben. So, ich überlege gerade, setzen wir uns erstmal noch nicht, glaube ich. Was ist das jetzt hier? Kommen wir von hier aus vielleicht zu dieser Gräfin jetzt oder kommen wir da einfach nur irgendwie wieder zurück, wo wir eben waren? Könnte sein, dass wir dort irgendwie dorthin kommen. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dadurch, dass wir jetzt hier auch noch durch die Kanalisation da eben gelaufen sind. Oder Katakomben oder was auch immer das waren. Wir leveln hier nochmal ein Modul auf. Und wir brauchen wie viel jetzt für das nächste? 29.000. Das könnten wir doch eventuell schon hinkriegen, oder? Schauen wir mal. 23, das wären 27. Ja, das reicht locker. So. Hoch. Jetzt nochmal 2. Reicht das? Ich habe mir die 100er Marke nicht gemerkt. Ja, nicht perfekt. Ich würde fast sagen, ich erhöhe da nochmal meine Robustheit. Elan war der kritische Treffer. Ja, ein bisschen mehr Leben kann, glaube ich, echt nicht schaden. Kritische Treffer ist halt auch, aber es ist nur in Anführungszeichen 0,4%. Kraft erhöht unseren physischen Schaden und die Wucht. Nicht aber eher so mäßig, muss ich sagen. Beim plus 1. Ne, wir erhöhen erstmal zumindest unsere Robustheit, würde ich sagen, auf plus 10. Vielleicht hin und wieder dann danach mal noch ein bisschen in Elan. Konstruktion war der Zustandsmultiplikator. Der Beutemultiplikator. Ja, so machen wir es erstmal. Okay. Gut, jetzt schauen wir erstmal kurz nochmal hier nach. Aber ich glaube, hier geht es echt wieder nur dahin zurück, wo wir eben hergekommen sind, oder? Da haben wir hier so einen kleinen Ruckler. Ja, ist tatsächlich so. Ist echt eigenartig. Aber ich will euch jetzt hier nicht
ewig damit langweilen, dass wir hier hin und her latschen die ganze Zeit und diese Nebenquest suchen. Deshalb gehen wir jetzt hier direkt wieder zurück. Ein bisschen blöd, dass wir jetzt wirklich so lang laufen müssen. Aber ich lasse die Gegner jetzt hier einfach alle mal links liegen, soweit es mir möglich ist. Gut, hier haben wir jetzt diese Schlange. Ich weiß nicht, ob wir an der vorbeikommen. Ach doch, kommen wir. Selbst wenn sie uns trifft, wir können uns ja in der Vestalen wieder heilen. Oder? Okay. Schade, ich hatte kurz gedacht, aber da waren wir jetzt wahrscheinlich... Au, au, alter Schwede. Zum Thema heilen. So, okay. Holen wir uns eben noch ein bisschen Anima dabei. Oh. Was ich gerade sagen wollte, ich dachte für einen kurzen Moment, wir könnten vielleicht sogar einen Schleichangriff machen, aber das geht im Sprint wohl eher nicht. Macht ja auch Sinn. Okay, dann einmal in die Vestalen hier rein. Und dann wird es wohl hier hinten weitergehen. Aber, wisst ihr was, Leute? Wir sind erstmal am Ende dieser Folge angelangt. Wie es da hinten weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten. Bis dahin. Ciao.